Einen guten Abend in die Runde zum heutigen AMA mit dem Überboss zum Auktionsende. Überboss, möchtest du den ganzen einfach mal Hallo sagen? Kurze Frage in die Runde. Hört ihr alle etwas? Ja. Jo. Also ihr hört alle den Kolle, ja? Nee, den höre ich nicht. Okay, wir arbeiten dran. Gib uns nochmal 2 Sekunden. Liebe Freunde, wir kämpfen hier noch ein bisschen mit technischen Problemen. Wir kriegen den Colin nicht ans Mikro, oder zumindest, dass man ihn hört. Am Mikro ist er ja. Deswegen gibt uns noch ein paar Minuten, bis wir es hier geregelt haben. Wir starten mal den Discord neu und hoffen, dass es dann klappt.
So, hörst du mich? Fantastisch, dann können wir anfangen. So, Test 1, 2, der Boss am Rad. Funktioniert es jetzt? Ist der Boss hörbar? Hört man dich, fantastisch. Schönen guten Abend. So, bin ich jetzt hörbar, wenn ich quassel? Sehr leise, leider. Anscheinend nicht. Leise hat jemand gesagt. Der Unique hat gerade gesagt, du wärst leise. Guten Abend in die Runde. Also ich kann dich sehr deutlich hören. Okay. Also ich würde Dann sagen, dann klappt's klappt es jetzt. ja. Also Also Kolle, Kolle, du du darfst. darfst. Hört man mich denn? Man hört, Ah, ja. okay. Man hört mich. Ist gut. So, dann mal ein herzliches, bosshaftes Willkommen in unserer kleinen Elite-Runde hier auf Discord. Zum Freitagabend. Die Zigarre wird jetzt entzündet. Was haben wir uns verdient heute? Ja, anlässlich des heute anstehenden Gönjamin Genesis Drops haben wir uns nochmal zusammengefunden. Wir wollen so ein bisschen in den Abend reinfeiern, ein bisschen quatschen, ein Häffchen miteinander trinken. Es ist ein Ask Me Anything, also für alle, die der englischen Sprache nicht mächtig sind, das bedeutet ein Frag mich alles. Ja, dann starten wir doch direkt mal. Night, schönen guten Abend. Was für eine Frage hast du an den Boss? Night. So, nehmen wir mal Flair with Flair. Schönen guten Abend. Guten Abend. Kann man mich hören? Ja, man kann dich hören, du kannst starten. Erstmal guten Abend, Kollege. Es ist mir mal eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Bin großer Fan, muss ich da meinerseits sagen. Pascal, übernimm mal bitte kurz. Ja, also ich höre alle wunderbar. Flair, wie ist es mit dir? Hast du jetzt gerade den Dave gehört übers Mikrofon, Kolle? Ja, Wir habe haben ich. hier, ja, also hier funktioniert alles wunderbar, Leute. Es tut uns leid, irgendwie ist hier gerade ein bisschen der Wurm drin. Man hat schon gemerkt. Aber wir wissen nicht, woran es liegt. Weil eigentlich ist alles wunderbar. Ich meine, wir haben den Kolle jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber irgendwie scheint sich sein Mikro immer wieder auszuschalten. Noch mal was, Pascal? Ich bin da. Kommt es bei euch an? Es ist los, das Ding hier. Also, vielleicht Ja. zu geben, ich kann hier jeden Clown deutlich hören. Ja, also ich höre auch jeden klar und deutlich. Also alternativ können wir es gerne so machen, dass der Kolle über meinen Account spricht. Dann würde ich ihm jetzt meinen Rechner hinstellen. Und dann haben wir natürlich kein Bildchen, ne? Dann glauben uns nachher die Leute wieder nicht, dass der Kolle hier sitzt. An der boshaften Stimme erkennt man den sofort. Ich wollte Ja, gerade sagen, welche Stimme ich meint ihr, das ist kenne. okay? Ich frage mal in die Runde da drüben. Wäre das eine Option? Ich gebe dir einfach meinen Rechner, oder? Gut. So, jetzt seid ihr natürlich mittendrin, alles live und ungeschnitten. Ja, lass ihn doch machen. So, ich gebe dir jetzt meinen. Mal gucken. Okay. Dave hat noch eine Idee. Falsch im WLAN. Ja gut, also das bringt ja jetzt nichts. Ich stelle jetzt dem Kolle meinen Rechner hin. Wartet eine Sekunde. Hört ihr etwas, alle?
Klar und deutlich. Ja. Super. So. Ich gebe dir mal einen Rechnerkunde. So, Valhalla ist jetzt raus. Valhalla wird jetzt zum. Ich? Auf den Laptop so ein bisschen Zigarrenasche von der feinen kubanischen getropft, glaube ich, und dann ist das Ding abgestürzt. Das sind ja auch schwerwiegende Zigarren, die hier geraucht werden. So, Freunde, also in diesem Sinne aufstehen, aufstehen, was ist da los bei euch? Was ist denn überhaupt los mit euch? Gibt es denn Redebedarf? Guten Abend, Kollege. Also wenn Flair with Flair jetzt nicht dabei ist, würde ich vielleicht starten. Ja, der Astraldon. Schieß los. Der Astraldon, Kollege. Ich freue mich mega, dass ich mit dir sprechen darf. Das ist mir wirklich eine Ehre. Ich bin großer Fan der Musik und der Kunst. Und auch sonst alles, was du machst, hat seinen Sinn. Wie auch dieses NFT-Projekt, wie ich denke. Ich habe 3 Fragen an dich, wenn ich darf. Ja. Also erstmal zum NFT-Projekt. Finde ich sehr cool, das Artwork. Ich bin beim Genesis wahrscheinlich nicht dabei, aber bei den 8000 weiteren wäre ich dann dabei. Meine Frage ist, wäre es irgendwann möglich, auch für die 8888 weiteren ein Meet and Greet zu starten? Also jetzt nicht für alle, sondern quasi als Verlosung oder irgendwie sowas in der Art. 8888 Menschen. Die passen gerade so in mein Wohnzimmer rein. Ich überleg's mir mal. Ich überleg's mir mal. Okay. Vielleicht eher selektiv. Das weiß ich noch nicht genau. Also was bis zum jetzigen Zeitpunkt klar gesagt werden kann, ist, die neuen, die Genesis-Edition bekommen, die kriegen natürlich ein schönes Meet and Greet, aber dann auch wirklich ein feines. Dann machen wir da keine Hektik draus, sondern ich überlege mir was Cooles, was wir da machen. Sonst will ich noch gar nicht zu viel versprechen, weil 8888 Leute ist eine Menge und das braucht natürlich auch seine Zeit. Mir ist ja auch der persönliche Kontakt in dem Sinne mal wichtig, dass ich hier eine Community vor mir habe, die viel meines Mindsets teilt. Und dann ist es ganz cool, mit denen mal an einem Dinner-Table zum Beispiel zu sitzen und man führt mal wirklich ein Gespräch so über Tacheles. Und das geht halt bei einer Masse von 8000 Leuten auf einmal nicht. Und wenn du die splitten willst, mal schauen. Vielleicht finden wir irgendeine Lösung, was cool ist, aber ich will mal gar nicht zu viel versprechen. Was ist denn deine nächste Frage, mein Lieber? Ja, danke für die erste Antwort. Ja, so ein Meet and Greet auf der Gönjamin-Yacht in Dubai wäre natürlich ganz cool für die Leute als aber Idee. Gibt es ja nicht mehr. Ich bin auch von Dubai mittlerweile so abgeturnt. Also da kriegst du mich nicht mehr mit 10 Pferden hin zurzeit. Und nee, das fällt leider flach, aber ich habe hier noch so einen schönen See in der Nähe. Da kann man auch schön Tretboot fahren, ist auch was Feines. Ja, das klingt ja auch gut. Meine nächste Frage ist, ich will darauf eingehen, auf den Twitter, auf dieses Twitter-Café-Gespräch, was letztens auch da war. Und da hast du gesagt, der 100% Real Talk-Podcast von MC Boogie und Belash ist mit der einer der wenigen Podcasts, wo man eigentlich noch seine Meinung frei äußern darf. Gäbe es eine Möglichkeit oder gäbe es eine Chance, wenn die dich denn einladen würden, dass du dort auch auftrittst? Ach, der Boogie hat schon mal angefragt. Ich grüße dich, Boogie, an dieser Stelle. Ich wäre ja gern mal dabei gewesen, aber im Moment fühle ich es einfach nicht so, Interviews zu geben. Ich möchte Musik sprechen lassen. Das ist im Moment das, was ich mehr fühle. Ich war heute wieder im Studio gewesen, 3 Stunden, habe auch einen Übersong gemacht wieder. Ich lasse mal die Musik sprechen zurzeit. Sehr gut, ja. Die Musik ist auch Bombe. Also bin Dankeschön. Mega Fan. Dankeschön. Ja, meine letzte Frage, ein bisschen persönlich. Ich habe tatsächlich mit dem Album Monument angefangen, deine Musik zu hören. Also erst sehr, sehr spät. Ja. Ja, auch irgendwie noch in der Schule mit JBG2 ein bisschen reingehört, mit den Kumpels beim Kiffen. Mittlerweile nicht mehr, aber... hör mal! Beim Moment auf jeden Fall mit eingestiegen und die Texte gingen so deep und haben mich wirklich persönlich auch angesprochen, weil beispielsweise im Song Machiavelli, glaube ich, sprichst du Astralprojektion an. Ja? Also das ist quasi... Wenn ich mal außer mir bin, dann nur bei Astralprojektion, will, glaube ich, die Line. Ja, richtig. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, Kollege, du bist
Du bist wirklich auf dem Next Level, so, weil nicht jeder weiß, was das ist. Und meine Frage ist, bist du tatsächlich aufzufinden in der astralen Welt? Ja, es ist interessant, dass du diese Bemerkung machst, die hat bis jetzt noch keiner gemacht. Also ich wurde noch nie darauf angesprochen, auf diese Zeile des Albums Monument. Monument ist aus meiner Sicht ein unterschätztes Album, ja. was aber auch ein bisschen daran liegt, dass gerade solche Sachen, wie du gerade erwähnt hast, das ist nichts, was jeder direkt ein- oder kann. Was ist Astralprojektion? Fragt mich jetzt die 17-jährige Jennifer aus Köln, Kalk. Was willst du mir damit erzählen, Boss? Das verstehen halt nicht alle und das Album ist geprägt von so einem gewissen Themenspektrum, was in die Richtung geht. Auf dem Cameron-Feature ist auch eine Zeile drauf, die ähnlich eine Kerbe schlägt. Das ist drittes Auge aktiviert, Kronenchakra, Zirbeldrüse. Ja, ich habe es damals, glaube ich, gespürt, seit langem mal wieder geschafft, das dritte Auge zu öffnen. Das war zu der Zeit, als das Monument-Album entstanden ist. Und ich bin jetzt wieder in meinem eigenen Account. Wir haben kurz nochmal geswitcht und das technische Problem in den Griff bekommen. Aber wir wollen nicht abschweifen. Zu dieser Zeit war ich spirituell auf einem transzendierenden Niveau, sagen wir es mal so. Ich versuche immer auch mental voranzukommen, von Jahr zu Jahr. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und damals war das so eine Zeit, wo ich viel meditiert habe. Ich meditiere ja eigentlich jeden Tag im Gebet auch. Und hab das so ein bisschen in die Musik mit einfließen lassen. Du selbst bist auch spirituell? Also ich heiße nicht ohne Grund Astraldon. deswegen, also diese Dinge sind mir sehr wichtig im Leben. Spirituell, wie auch körperlich, und ich auch unter anderem motiviert. Und ist interessant auf jeden Fall zu hören, dass du auch diese Sachen kennst, ja, weil, wie du sagst, das kennt halt nicht jeder. Und was ich noch sagen wollte, das war bestimmt kein Zufall, dass ich zu dieser Zeit auch auf dieses Album gestoßen bin, was halt wirklich diese tiefgründigen Themen anspricht. Ja, weil wäre ich bei ihm eingetreten, ja, dann würde ich vielleicht sagen, okay, Gangster-Rapper ohne, ja, also nicht ohne, aber ohne dieses tiefgründige Dahinter, ja. Aber beim Moment dachte ich mir, oh mein Gott, der Kollege ist was anderes als der ganze Rest dieser ganzen Rap-Szene. Ja, gut erkannt. Also meine Musik, die ich rausbringe, ist eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs, der aber zum größten Teil unter Wasser liegt und für die meisten Menschen gar nicht sichtbar ist. Das ist natürlich klar. Das kulminierte Wissen der Menschheitsgeschichte bündelt sich quasi im Geiste, Kollege des Bosses, ähnlich wie die Akasha-Chronik. Also man kann mich im Grunde zu jedem Thema was fragen, nur das ist halt manchmal nicht in einem Satz oder in einer Zeile abgehandelt, so ein Thema. Deswegen, Musik ist immer nur ein Mittel für mich, wo ich das so ein bisschen einfließen lassen kann, aber würde man wirklich alles mal ausbreiten in der Gänze, dann müsste man natürlich Bücher schreiben. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend und wer weiß, vielleicht werde ich mich mal irgendwann, wenn das ganze Musikding hinter mir liegt, in den Schaukelstuhl setzen und mal alles von A bis Z erklären. Wow, ja, ich bin gespannt. Und will an der Stelle. Das ist ja das Interessante. Warum sind wir auf der Welt? Wir haben ja nicht umsonst einen Instinkt, der uns sagt, wir wollen immer die Wahrheit, wir wollen immer wissen, was ist dahinter, was ist der Sinn von dem Ganzen. Und das ist ja eigentlich die große Frage, die uns jeden Tag beschäftigen sollte. Gibt es einen Sinn? Was ist der Sinn unserer Existenz auf dieser Erde? Man verliert sich oft im Alltag und ist mit seinen Tätigkeiten beschäftigt und verliert so den Blick fürs große Ganze oder fürs Langfristige. Das Thema Tod zum Beispiel ist etwas, was verdrängt wird. Da redet man nicht drüber, da denkt man nicht drüber nach, man lebt einfach. Und das ist eben überhaupt nicht meine Sicht auf die Welt je gewesen. Ich war immer auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem Sinn. Und ich würde niemals behaupten, ich bin am Ende angekommen. Das würde kein großer Philosoph von sich behaupten, aber ich bin schon an einem Punkt, wo ich sehr, sehr viele Puzzleteile zusammenfügen konnte über meine 37-jährige Laufzeit des Recherchierens und auch der Lebenserfahrung. Dass ich sagen kann, ich habe so ein großes, grobes Bild. Ich weiß, wie funktioniert es, was ist der Sinn? Und es liegt mir schon auch nah, es juckt mir in den Fingern, möchte ich fast sagen, das auch mal zu Papier zu bringen, aber das braucht Zeit. Und momentan lasse ich eben noch die Musik sprechen. Wenn solche Dinge in die Musik einfließen, ist das auch oftmals etwas, was viele vor den Kopf stößt. Meine Fanbase ist aufgegliedert in Lager, kann man das sagen. Und manche feiern einfach nur den Punchline-Rap. Aber manche wie du können gerade mit solchen Zeilen, die von vielen Menschen gar nicht beachtet werden, auch was anfangen in diesem Sinne. Geiles Gespräch.
Astraldon. Es hat mich gefreut. Das ist schönes Feedback. Und mich ebenso. Bleib auf deinem Weg, mach so weiter. Du hörst dich vernünftig an. Vielen Dank, Kollege. Vielen Dank, Astraldon. Ich wünsche dir noch alles Gute auf deinem weiteren künstlerischen Weg. Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute im Leben, mein Lieber. Vielen Dank. So, machen wir weiter. Kolrad, schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo, Kolrad. Ja, schön, dass ich heute mit dir reden darf. Sehr gut. Also im Thema NFT bin ich leider nicht drin. Ich spreche einfach nicht meinem Interesse, sondern ich bin hier vielmehr wegen der Musik. Ich bin schon länger ein Fan von dir. Und die erste Frage, die ich hätte, man merkt ja, du legst immer sehr viel Wert auf deine Intros und Outros. Ja. Damit deine, also das merkt man vor allem jetzt in letzter Zeit mit den Outros, Alphagene 2 mit Renaissance oder jetzt mit Kuka-Sinfonie auf ZHT5. Mhm. Mich würde interessieren, was ist so dein persönliches Lieblingsintro und dein persönliches Lieblingsoutro? Das ist echt eine schwierige Frage. Ich finde meine Intros und Outros immer recht solide. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, aber ich glaube, das Intro auf dem Zuhälter-Tape 1, Schwarzer Benz, stumme Schreie, das ist so ein geiles Blueprint-Intro, weil auch die Phrasen, die da gerappt werden, habe ich öfters mal wieder aufgefasst oder abgeändert. Und das ist eigentlich der Blueprint für ein Kollega-Intro. Core-Beat und dann episch, majestätisch, Punchlines in die Lauchfresse. Und das ist im Grunde das Intro-Konzept, was damals 2005 festgelegt worden ist. Deswegen würde ich das sagen. Das ist eigentlich das Intro. ZHT1. Ist klar. Und beim Outro? Outro bin ich so vom Feeling her immer, dass ich sage, 2008 Kollega-Album. Der da hinplätschernde, wunderschöne Beat. Es ist Kollega der Boss und das ist Musik. Es ist der Big Boss, Bad Boy, der Selfmade-Hustler. Das war ein schönes Outro. Weil du kannst mit diesem Outro im Cabrio Richtung Sonnenuntergang cruisen und das in einer Endlosschleife. Okay, ich weiß nicht dran satt. Es ist eins meiner schönsten Outros, aber jedes Outro ist eigentlich Killer. Ja, bei mir ist genau. Mein Lieber, erstmal auch danke für die Props. Ich weiß das zu schätzen. Und Kolrad. Ist der Name an mir angelehnt? Wie die ja. Oder anderen Sprechgesangsartisten? Ja, ja. Kurz auf Twitter angemeldet, habe einen Namen gebraucht. Das erste, was mir in den Sinn kam. Ja, hoffentlich hat der Kolle da einen guten Rat für dich gehabt heute, mein Lieber. In diesem Sinne. Sehr geil. Ich wünsche dir noch einen bosshaften Abend. Schönen Abend, Kolrad. Danke. Ciao. Blockchain Martin, was geht ab? Hallo? Hallo Martin. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage, die mich brennend interessiert, aber nicht zum Thema NFT, sondern Sie kennen ja vermutlich den Künstler Raf Camora. Sie haben auch Tracks mit ihm gemacht. Ja. Und mich würde interessieren, wieso es gekommen ist, dass Sie sehr wenig Kontakt miteinander haben. Mit Raf Camora hatte ich nie den intensivsten Kontakt. Aber immer dann einen guten. Und irgendwie hat es auch musikalisch gar nicht so gepasst, die Richtung, in die er sich entwickelt hat und die Richtung, die ich eingeschlagen habe. Ich glaube, in den letzten Jahren wäre es schwierig gewesen, da auf einen musikalischen Nenner zu kommen. Aber ich respektiere den Hustle und die Kunst von Raf Camora sehr. Ich erinnere mich an alte Zeiten, wo wir gemeinsam auf Festivals aufgetreten sind und wir hatten beide noch keine riesen Crowds. Es war eine ganz andere Zeit und dann haben wir gesehen, wo es hingehen kann. In diesem Sinne, Respekt an Raf Camora. Vielleicht kommt er in der Zukunft mal was. Ich kann es gar nicht einschätzen. Momentan bin ich eher für mich im Studio, mache meine Sachen. Und wenn mich jemand fragt, den ich fühle nach einem Feature, dann zerberste ich den Beat. Du bist Raf Camora-Fan, richtig? Ja. Was ist denn dein Lieblingsalbum von ihm? Sein Debütalbum. Nächster Stopp, Zukunft. Habe ich sogar auf CD. Ja, die alten Sachen waren sehr schön. Das stimmt. Ja. Und ich hätte noch eine Frage. Ja. Würden Sie mal überlegen, etwas wieder in die musikalische Richtung, in Richtung dem Album, Kollega, zu machen? Also mehr Melodien und etwas mehr sommerliche Vibes. Ja. Tatsächlich ja, ist ja geplant. Boss Aura 2 steht im Raum wie Ming-Vasen beim Boss.
Und ist etwas, was ich im letzten Discord-Talk schon angesprochen hatte, wie es vom musikalischen Sound her ungefähr sein wird. Und das wird eigentlich so die Richtung sein. Melodiös, hittig, hymnisch, ohne dabei cheesy oder cringe zu sein. Das ist der Ansatz bei Boss Aura 2. Mein Lieber, ich danke dir fürs Gespräch. Super, vielen lieben Dank. Gleichfalls. Lennox, machen wir dir weiter. Schönen guten Abend. Hör mal mich, hallo. Jawohl, servus Lennox. Guten Abend. Ich hätte nur eine Frage. Und zwar, was ist deiner Meinung nach der schlechteste Track, den du je veröffentlicht hast? Boah, das ist mal eine interessante Frage. Ich sag dir mal eine ganz ehrliche Meinung dazu von mir. Es war tatsächlich jahrelang der Song Einzelkämpfer. Den konnte ich mir seit Recording nicht mehr anhören. Aber später, in den letzten 2-3 Jahren eigentlich erst, habe ich diesen Song selber auch zu schätzen gelernt. Der ist es also nicht mehr. Wenn du mich jetzt aktuell fragst, das schlechteste Song von mir. Oh, da muss ich echt überlegen. Warte mal. Ich würde sagen, es ist eine Nummer auf Boss Aura. Boss Aura ist für mich das Album, was sich am meisten in zwei Teile spaltet. Es gibt absolut Banger-Songs drauf, wie Billionaires Club zum Beispiel oder Business mit Jetlag. Aber es gibt auch Dinger wie Ich hasse dich, Player. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das noch etwas ist, was ich heutzutage in Maybach hören würde. Ja. So spontaner Einfall. Ich hasse dich, Player. Oder was hatte ich denn noch gehabt? Was willst du denn sagen? Was ist der letzte Song von mir? Schwierig. Schwierig. Auf jeden Fall, der Einzelkämpfer ist es auf jeden Fall nicht, weil das eigentlich ein Song nicht, eher Feier, tatsächlich. Ja, mittlerweile feiere ich den auch. Interessant, auf jeden Fall. Es gibt Leute, die machen sich auch auf Twitter über Ich hasse dich, Player, lustig, aber das ist eine andere Sache. Ja, meiner Meinung nach der schlechteste Song, da müsste ich auch mal überlegen. Ich glaube, es wäre der Song Sex vom Hood Tape 1, tatsächlich, ja. Ja, das ist auch wirklich kein Song, den man seiner Oma zeigt. Also, da sagst du was. Der Song Sex ist natürlich sehr versext auch. Da war ich auch damals noch unterwegs mit dem Favorite und der ein oder andere erinnert sich noch, das war ja der Sexbold. Und das war natürlich für den Boss ein schlechter Einfluss gewesen damals. Ja, ey, geil. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen und mal deine Einschätzung zu hören. Vielen lieben Dank. Hat mich auch gefreut. Dankeschön. Dann machen wir nochmal weiter mit Dome. Ja, moin. Erstmal vielen Dank für deine Musik. Ich verfolge die Musik und dich schon seit, ja, leider erst seit 2014, muss ich sagen, seit King. Und ja. gerade beim Fitness immer sehr, sehr, sehr geile Motivation. Schön. Und was mich jetzt interessieren würde, ich habe beim letzten Video gesehen, dass da der Maximilian Pollux kurz drin war. Da würde mich nur interessieren, wie der Kontakt da zustande kam, weil den verfolge ich auch schon seit längerem und finde, dass der gute Sachen macht. Ja, das kommt daher. Ich bin in letzter Zeit wieder öfters mal mit Marjo unterwegs. Wir gehen pumpen, wir machen unseren Kampfsport und ja. Ich habe ihn auch bei dem Videodreh unterstützt und wir haben halt überlegt, wenn wir schon mal da sind, du musst dir vorstellen, das ist eine Location, die sehr, sehr abgelegen hat, ist 3 Stunden Fahrt, so ein alter Militärbunker, mitten im Nirgendwo und wir haben ja da schon öfters mal was gedreht und da hockst du dann wirklich da ohne Netz und es kann langweilig werden bei so einem Videodreh. Da haben wir gesagt, was machen wir? Wir laden einfach ein paar Leute ein, die wir feiern. Und das war unter anderem der Ringlife und auch der Pollux, weil die halt Content machen, wo ich sage, das ist mal ein guter Einfluss auf die Jugend. Ich habe immer gesagt, Kampfsport ist gut und auch die Geschichten, die Max Pollux als ehemaliger Straftäter erzählt, die haben lehrreiche Lektionen und es sind interessante Gespräche, die der Mann an den Start bringt. Und sowas finde ich unterstützenswert. Deswegen haben wir gesagt, komm, die Jungs laden wir ein und war auch ein super Tag, haben uns sehr gut verstanden mit den Jungs und ich bin einer, der immer auch versucht, Menschen so ein bisschen einen Push zu geben, jetzt auch off-camera. Nicht nur, dass man jetzt die Jungs mal zeigt und sagt, folgt dem Kanal, sondern dass man auch so ein bisschen was von den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, an Leute weitergeben kann, die gerade erst seit einem Jahr vielleicht am Start sind und wo gerade Potenzial ist, die so ein bisschen Hype haben oder ja, die brauchen vielleicht einfach mal hier und da so einen kleinen Tipp. Und da haben wir gute Gespräche geführt und den beiden Jungs, also Ringlife und Pollux, wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Die machen einen guten Job. Super, danke für deine Antwort. Zieh bitte dein Ding durch, mach so weiter und ja. Dankeschön.
Immer, rein in die Masse. Richtig. Vielen lieben Dank. So, der Knight wollte mal hochkommen. Knight, schönen guten Tag. Hörst du uns jetzt? Ach, Emi, klappt das eigentlich, ne? Gleich. Wie schaut's denn bei dir? Wer, der Flair? Traut euch nicht. Einfach frei von der Leber weg. Wir sind hier unter uns. Einfach, wie der Mainzer sagt, von der Lunge auf die Zunge. Okay, wie schaut's denn mit Ich glaube nicht aus? Hallo? Jawohl, Kollege? Jawohl. Ich hätte aber ein paar Fragen, und zwar, wie steht zu dem Album King zu Doppelplatin? Wie viel fehlt da noch? Ey, ich guck mal kurz nach. Warte mal. Ach, da fehlt gar nicht mehr so viel. Da musst du jetzt noch mal ein bisschen bei Spotify den Repeat-Button drücken. Aber es ist machbar. Vielleicht in 1, 2, 3 Jahren. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ja, unter 100 Millionen Streams fehlen da noch. Unter 100 Millionen, das ist gut, weil das hat sich ja alles geändert. In den letzten Jahren. Und da sind andere Parameter entscheidend, wonach jetzt ein Goldalbum oder ein Platinalbum als solches auch deklariert wird. Eigentlich wäre man nach der alten Regelung schon längst Doppelplatin mit King zum Beispiel. Aber dadurch, dass sich das zwischenzeitlich zweimal geändert hat, dauert es noch ein bisschen länger, aber ich bin da guter Dinge. Wir können das schaffen. Gemeinsam schaffen wir das. Ja, das ist sehr gut. Und ich habe noch eine Frage. Mhm. Deine Meinung zu CCN3 von King Flair? Ich muss mir das noch reinziehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gehört. Ich war in letzter Zeit zu viel mit meiner eigenen Mucke beschäftigt. Aber das ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall noch nachholen will. Ich bin ein Freund des alten Sounds. Ja, ist sehr empfehlenswert. Ich habe schon gehört, es ist auch sehr gut angekommen. Mhm. Das ist doch schön. Okay, das war's dann. Super, vielen lieben Dank. Dann machen wir noch direkt mit dem Darko weiter. Schönen guten Abend. Hört man mich? Ja. Das Ding ist, ich bin gerade bei einer Schicht bei Lieferando. Ich würde kurz aussetzen, wenn das okay ist. Ja klar, dann mach deine Schicht. Kommst vielleicht nochmal wieder. Super, vielen lieben Dank. Klaas, wie schaut's bei dir? Schönen guten Abend. Guten Abend, ich hoffe, dass man mich jetzt hören kann. Oh, jetzt können wir dich klar und deutlich hören, ja. Ja, also erstmal möchte ich mich bei dir bedanken für deine Musik, weil das einfach bessere Musik ist, als, sag ich jetzt mal, den ganzen hingekackten Scheiß, den man mittlerweile fast beim Deutschen, sag ich jetzt mal, hört. Da ich das halt meiner Meinung nach, sag ich jetzt mal, viele Songs als Rap verkauft werden, obwohl die eher mehr in Richtung Pop gehen. Ja, das ist alles gemischt. Dass man da eher, sag ich mal, so einen Hype quasi ausnutzen möchte, indem man halt sagt, hier, ich höre Rap, anstatt ja, zu sagen, okay, man hört jetzt Pop. Das hat irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, verändert seit allem aus Plastic 2. Ja, absolut, klar. Also ich hätte jetzt folgende Fragen. Wie deine Meinung zum aktuellen Deutschrap, sag ich jetzt mal, ist, dass die Texte jetzt von der lyrischen Gestaltung her nicht gerade einfallsreich sind oder halt auch nicht, sag ich jetzt mal, so einen klassischen Rap-Song für mich, sag ich jetzt mal, produzieren, sondern halt eher so auf Mainstream-Art quasi das Ganze halt versuchen. Ja, ich mag keine Musik, die sich so anhört, als wäre sie kalkuliert gemacht worden, um erfolgreich zu sein. Und das ist leider heutzutage in einer Überschwemmung der Fall. Ich höre mir jetzt großartig gar nichts an, ehrlich gesagt, so was Deutschrap angeht. Wenn irgendwas fresh ist, dann dringt das auch irgendwo zu mir durch. Aber so im Großen und Ganzen hört man eher klassische Musik, Beethoven, Haydn, die alten Großen. Das ist eher, was ich höre. Instrumentalmusik. Ich habe da keinen Bock, mir von irgendwelchen Grünschnäbeln da irgendwas über das Yayo ziehen oder das Codeinsippen zu erzählen zu lassen. Da bin ich zu alt für den Scheiß, Freunde. Und in diesem Sinne, es gibt aber auch hier und da, man muss halt so sehen, ne? Es gibt eine Überschwemmung, weil natürlich jetzt fast jeder, der heutzutage auf dieser Welt ist, sich sagt, ich möchte erfolgreicher Deutschrapper werden. So gefühlt ist es so. Und dadurch, dass man so ein bisschen
Abkürzungen gehen kann heutzutage, ist halt eine Überschwemmung des Marktes da. Es ist schwierig, da sich die Juwelen rauszupicken. Aber ich bin auch keiner, der alles komplett hatet. Manche Musik lebt auch nicht nur von der Lyrik oder auch gar nicht von der Lyrik, sondern nur vom Vibe. Ich kann auch Props geben an den UFO zum Beispiel. Ich kann einen Props geben an den Rin, auch für den Sound. Jetzt mal abgesehen von allem drumherum, kann ich Props geben an Musik, die nur vom Vibe lebt. Es gibt aber auch lyrisch einige Leute, die an den Start kommen, wo ich sage, das hat Potenzial, das ist gut. Das ist zum Beispiel der OG Kimo. Das ist auch zum Beispiel der Kolja Goldstein. So, es gibt immer mal wieder in diesem ganzen Dreck auch Juwelen. Ich finde, wir haben eine reichhaltige Deutschrap-Landschaft, die aber zum Großteil noch davon geprägt ist, dass hier viele Leute sind, die schnelle Mark verdienen wollen. Das muss sich alles noch ein bisschen reinigen. Aber insgesamt sind wir, denke ich mal, auf einem gar nicht so schlechten Weg. Und ja, was du angesprochen hast, dass das so ein Mix ist mittlerweile zwischen Pop und Rap, ist ein Fluch und ein Segen. Es zeigt aber unterm Strich, dass Rap sich als Kultur und Hip-Hop als Kultur sich so relevant gemacht hat und so wichtig gemacht hat, dass es heutzutage nicht mehr vorstellbar ist, dass es irgendwelche Pop-Artists gibt, die bei DSDS einen Durchbruch schaffen und dann wirklich am Start sind. Das sind alte Kamellen, das funktioniert nicht mehr. Und natürlich sind wir da auch in der Entwicklung von Deutschrap so ein bisschen noch den Amis hinterher. In Amerika ist es ganz normal, dass überall Rap läuft und da hast du auch keine Playlisten, die dann innerhalb von Rap nochmal total kategorisieren, sondern hast du eine Rap-Kaviar, da läuft dann irgendwas mit Autotune, im nächsten Song läuft aber auch im Nas, der einfach nur rappt und da ist halt alles gemischt. Und das ist eigentlich der nächste Step, den auch Deutschland gehen muss, dass man dieses Schubladendenken ein bisschen abwirft und nicht nur nach Algorithmus stur Playlisten so gestaltet, dass jeder Song sich anhört wie der vorherige. Man darf halt nicht den Fehler machen, nur auf Algorithmen zu setzen. Gerade an die Hebelzieher in der Musikindustrie ist das auch ein Appell, sondern es ist auch mal wichtig, dass die ganze Musik ihren Spirit nicht verliert. Man muss auch Leuten eine Chance geben, die einfach nur geile Musik machen, auch wenn die nicht gerade das ist, was den Nerv des Mainstreams oder des Zeitgeistes trifft. Und da würde ich mir viel mehr Diversität wünschen, was die Playlistengestaltung angeht zum Beispiel. Aber insgesamt bin ich kein Schwarzmaler, im Gegenteil, ich komme aus einer Zeit, wo Deutschrap ein Randprodukt war und wir mussten den ganzen Laden erstmal aufbauen. Ich komme aus der zweiten Generation, was aber auch schon sehr früh ist. Und damals hat man Tracks runtergeladen bei 3DLAM und der Künstler hat geblutet in der Ruf. Ja, es ist wirklich so. Und heutzutage ist es anders. Ich wünsche mir in Deutschland, dass es automatisch dahin führt und ich glaube, das ist gerade im Gange, dass die Hörerschaft sich auch weiterentwickelt und mehr zu Connoisseuren wird, dass gute Musik auch wieder mehr geschätzt wird. Und vielleicht kann man hier auch so einen kleinen Bogen schließen zu dem Thema NFTs, denn ich habe es schon öfters angesprochen. Wer weiß, vielleicht ist gerade das Thema NFTs der nächste Step, den der Musikmarkt annehmen wird. Mir fällt kein anderes ein, mir fällt keine Alternative ein, weil die Vorteile bei NFTs sehr, sehr krass auf der Hand liegen. Allein wenn man bedenkt, dass ein Künstler durch sein Kunstwerk immer wieder mitverdient, lebenslang. Solche Dinge machen das Ganze interessant. Also Musikmarkt ist was Dynamisches. Und so wie der gerade funktioniert, so ist auch immer der Sound. Und wenn es gerade viel Geld zu holen gibt, einfach zu holen gibt, weil man leicht manipulieren kann und Hypes aus dem Nichts durch ein bisschen finanziellen Einsatz erzeugen kann, dann ist das ein natürlicher Effekt, dass da auch viel Trash dabei ist. Wenn sich das ganze Spiel aber wieder ändert und wir kommen zum nächsten Medium, dann kann es auch wieder sein, dass sich der Musikmarkt auch musikalisch wieder bereinigt und es wird wieder mehr Wert gelegt auf wirkliche Künstler statt Fastfood-Produkte. Ich bin da guter Dinge, ich werde das selber weiter mit antreiben. Ich bin selber kein Act, der bei einem Major ist. Ich arbeite mittlerweile komplett autark, bin eine Ein-Mann-Show. Mein Label ist frei von anderen Künstlern, ich mache mein eigenes Ding. Das ist sozusagen, wo mich die Reise hingeführt hat. Ich habe zwischenzeitlich auch probiert, ein Label aufzuziehen, ein erfolgreiches. Aber bei solchen Dingen ist man immer sehr abhängig auch von der Performance anderer Beteiligter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache Musik, weil ich Musik machen will. Und da will ich wieder hin zurück. Und den ganzen Business-Kram drumherum mit Label und dies und das, das hat sich negativ ausgewirkt auf meinen Vibe und auch auf meine Musik. Was nicht heißt, dass die Musik schlecht ist, die dabei rausgekommen ist. Es ist einfach eine geile Momentaufnahme. Und zu einer Legacy gehören auch Phasen, wo es ein bisschen schlechter läuft oder wo man seine Struggles hat. Das gehört genauso zu einer guten Geschichte wie die Peaks, wie die Siege.
Und die Erfahrungen, die man macht, sind für mich halt als Mensch auch sehr wichtig. Und ich bin jetzt mittlerweile 2022 an einem Punkt, wo mir das Musikmachen wieder so viel Spaß macht wie nie zuvor, weil ich es geschafft habe, das wieder ziemlich abzukoppeln von dem ganzen Business-Gedanken. Und so schaffe ich es auch, Projekte wie das NFT-Projekt Gönjamin oder den Booster, was beides Projekte sind, die wirklich mit Herzblut hier auf die Beine gestellt werden und teilweise eine über einjährige bis zweijährige Entwicklungsphase hinter sich haben, an den Start gebracht werden. Und man fühlt das einfach. Und man weiß, man gibt den Menschen einen Mehrwert, man hat etwas Gutes für die Menschen, statt irgendwie den nächsten, was weiß ich, Alter, irgendwie einen Wodka zu verkaufen. Also ich will da niemanden haten, sein Business. Es ist nur einfach nicht mein Spirit. Und ich bin nie ein Kommerzprodukt gewesen. Ich bin nie einer gewesen, der mit der Masse schwimmt. Und umso schwieriger ist es für mich auch immer gewesen. Und ich bin ein autarker Geschäftsmann. Ich bringe meine eigenen Produkte raus, weiß aber dafür auch, was drin ist und was am Ende dabei rumkommt. Ich habe also gelernt unterm Strich, und das ist eigentlich der Satz, den ich hiermit sagen will, zu viele Köche verderben manchmal den Brei. Und die Qualität deines inneren Kreises ist auch sehr entscheidend darüber, wie erfolgreich sind deine Produkte, die du rausbringst. Und diese Learnings, die ich gehabt habe in den letzten Jahren, waren für mich sehr wertvoll, sodass ich sagen kann, ich bin jetzt hier sehr gut aufgestellt. Das macht hier Spaß, auch dieses Gönjamin-Projekt, es macht Spaß, mit euch mal zu quatschen, hier in so einer kleinen Runde. Das sind Sachen, die habe ich lange nicht gemacht. Ja, ich habe das letzte Mal gemacht bei meinem Alpha-Mentoring und dagegen finanzielle Entlohnung. Das hier mache ich jetzt einfach, weil ich Bock drauf habe zum Beispiel. Das ist im Grunde genau dasselbe, weil wir quatschen hier über alles Mögliche. Wir können jedes Thema, was jemals ein Mensch im Kopf hatte, können wir hier ansprechen. Es geht nicht nur um NFTs. Und das ist ein schöner Anlass, ganz ungezwungen mal mit euch zu quatschen auf Freitagabend. Die Zigarre brennt immer noch herrlich. Ey, ich danke dir fürs Gespräch. Und ich würde sagen, wir holen noch einen rein. Ja, also jetzt, ich würde mich auch bei dir bedanken für deine ausführliche Antwort. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir dann, dass es dann halt, sag ich jetzt mal, endlich mal wieder hier die Rap-Szene auseinandergenommen wird. So wie Ali Boumaier täglich eine Sahnetorte oder. Ja, ey. Oder wie war das nochmal beim Ghetto Superstars 2? So ungefähr. Auf jeden Fall Grüße an Ali Boumaier. Mittlerweile ist da auch alles tippitoppi. Und was ich einfach jetzt noch euch auf dem Weg mitgeben will, ist, selbst wenn alle Stricke reißen und jeder macht irgendeinen Kommerzscheiß, der Boss nicht. Auf den ist Verlass. So. Und da ist jetzt, wie gesagt, das nächste Brett in der Pipeline und das wird wieder ein Ohrenschmaus. Und da kann man sich drauf verlassen, dass solange der Boss auf zwei Beinen steht, oder auf dreien eigentlich, ist es Dreibeiner, dass das auch so weitergeht. Und dann ist immer noch wenigstens eine letzte Bastion im Deutschrap, die Faust hochhält. Wir lassen es. Ich muss jetzt rein. Kolle, du bist so geil. Der Dreibeiner, der haut mich dazu. So, Jungs, ich möchte jetzt einmal nochmal kurz darauf aufmerksam machen, trotzdem nochmal aufs NFT-Projekt. Es kam gerade der Rap-Battle-Superstar. Wir haben den NFT-Superstar. Denkt dran, unsere Auktion läuft noch ungefähr 2 Stunden. Schaut es euch an. Wir sind alle tierisch gespannt. Mehr sage ich. Ja, jetzt. Das muss man an der Stelle auch noch mal hoch. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Wir sind hier auf wirklich schwierigem Terrain und arbeiten den ganzen Tag an unserem Projekt, weil wir wissen, die Augen sind auf uns. Die Augen in der NFT-Szene sind auf unser Gönjamin-Projekt und wir müssen abliefern. Und wir wollen abliefern und wir werden auch abliefern. Das Ganze macht viel Spaß, ist aber auch mit viel Arbeit verbunden. Wir nehmen die Sache ernst wie ein Familienvater. Und was vielleicht der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat, ist eben, was ich eigentlich das geilste Feature an der Sache finde, ist, dass jeder, der einen Gönjamin erhält, die Chance hat, seine Kunst zu präsentieren, zu kuratieren, kuratieren zu lassen von uns und auch einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. Die Chance hat im Grunde jeder und das ist für mich eine der schönsten Sachen bei dieser ganzen Angelegenheit. Denn darum geht es ja, weil wenn ich mir manchmal anschaue, wie viele Talente es gibt, denen keiner hilft und es ist heutzutage einfach schwierig im momentanen Musikmarkt, ohne Kontakte oder ohne große Major-Verträge überhaupt mal sichtbar zu werden, dann ist das hier, finde ich, eine geile Sache, die ja auch über Musik hinausgeht. Ja, was weiß ich, was ihr für Talente habt. Der eine malt, der andere kann irgendwie mit VFX ein geiles Video machen. Der andere hat vielleicht andere Skills. Es gibt ja 1000 Arten, wie du ein NFT interpretieren kannst. Und diese ganze neue Welt, die sich hier auftut,
die auch noch von vielen mit Skepsis beäugt wird und mit Unverständnis, die aber enorm viel Potenzial hat, die mit einer astreinen Made-in-Germany-Pionierarbeit voranzutreiben und das Potenzial auszunutzen und auch eine Bastion zu sein gegen diese ganzen Scams, dass man sagt, man trennt die Spreu vom Weizen und wir zeigen euch, was gemacht wird. Das ist momentan ein Projekt, was uns wirklich hier viel Spaß macht. Und ich glaube, der Großteil der Menschen, die so am Rande davon mitbekommen, werden es vielleicht erst in einem halben Jahr oder bis zum Ende des Jahres verstehen, was überhaupt damit gemeint war. Denn die Roadmap, wenn die umgesetzt wird, dann spricht das wiederum für sich. Also ja, heute läuft die Auktion aus der Genesis Edition. Das sind also die ersten 9 Gönjamins, die es gibt. Die werden langfristig gesehen den historisch wahrscheinlich höchsten Wert haben. Das Ganze ist ja auch an sich ein Kunstwerk, sind alle handgezeichnet und haben ihre eigene Geschichte und stammen eben aus meiner Welt, aus meiner Boss-Sphäre. Allein das beinhaltet natürlich einen künstlerischen Wert, der sich über die Zeit entwickeln wird. In welche Richtung, das kann man nicht absehen. Aber da hier schon eine künstlerische Historie mit reingebracht wird und auch eine Historie des Gönjamins an sich, wäre ich als Investor hier nicht abgeneigt, mir einen zu schnappen, sage ich euch ganz ehrlich. Und das ganz unabhängig davon, was ich noch für Vorteile habe durch die Roadmap. Und ich glaube, wenn das hier Schule macht, dieses Beispiel, dann wird sich auch der ganze NFT-Markt bereinigen. Ja, und der Rest ist Zukunftsmusik wie Future LPs. Wollen wir noch einen reinholen? Ich würde sagen, wir holen zum Abschluss noch einen rein und dann gehen wir schön ins Wochenende. Den, komm, gib mir mal Hilfe, ich kann mich nicht entscheiden. Entweder Misha, breites Kreuz, oder da ist. Misha, bist du da? Jo, servus. Servus, Misha. Dankeschön, es ist mir echt eine riesige Ehre, mit dir zu sprechen, Kollege. Gerne. Deine Musik begleitet mich in allen Lebenslagen, in schlechten, in den guten. Ich weiß noch, als ich 9 Jahre alt war, ich habe Mondfinsternis auf meine Digitalkamera abgefilmt, habe mich im Schrank versteckt und es mir gegönnt. Also das waren so meine Anfänge mit deiner Musik. Warum musstest du dich denn im Schrank verstecken? Ja, also ich denke nicht, dass meine Eltern sich erfreut hätten, hätte ich jetzt Mondfinsternis vorhin angehört mit 9 Jahren. Das wäre doch viel zu schnell gewesen, er hätte doch gar kein Wort verstanden. Aber geile Story, Mann. Also mit 9 Jahren schon angefangen. Wie alt bist du jetzt? Also ich bin jetzt 19. 10 Jahre dabei, Mann. Stark. Und was machst du gerade? Abitur? Nein, ich bin fertig mit Abitur. Ich fange jetzt an, im März internationales Finanzmanagement zu studieren. Ja. Und ich bin jetzt als Personal Trainer aktiv. Also ich baue mir jetzt so die Selbstständigkeit nebenher im Studium auf. Mhm. Und da komme ich auch zu meiner ersten Frage. Erzähl. Also ich habe Phasen, in denen ich jetzt aktiv bin, also ich habe richtig Bock, so viel reinzumachen, also richtig viel Zeit zu investieren in mein Business, viel zu tun. Aber jetzt habe ich eine Phase, in der ich halt irgendwie träge bin. Ich stehe auf und ich habe irgendwie keine Lust. Ja. Ich weiß nicht, du bist ja ein sehr langjähriger, erfolgreicher Unternehmer. Mhm. Du wirst wahrscheinlich auch solche Phasen gehabt haben. Wie bist du damit umgegangen? Na klar. Ey, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das wirklich auf eine Lektion hinausläuft, die ich immer jedem sage. Also viele Menschen fragen mich ähnliche Fragen. Wie schaffe ich es, mich zu motivieren? Und es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch, egal wie der nach außen aussieht, auch Prominente, die man nur vor der Kamera sieht, auch ihre Downphasen haben. Die sind nicht immer diese Energiebündel, die vor der Kamera stehen und immer performen. Oftmals verbergen sich hinter solchen Leuten sogar auch sehr, sehr labile Menschen oder psychisch angeschlagene Menschen. Das gibt es alles. Deswegen, man darf von vornherein erstmal nicht auf die Show reinfallen, die einem die Social Media präsentiert. Dass jeder, der sich dort zeigt, bei dem läuft. Der hat keine Probleme, dem geht's gut, der hat Money, der hat keine Struggles. Das ist eine Illusionswelt. Das muss man sich erstmal klar machen. Warum muss man sich das klar machen? Weil dann ganz, ganz viel Druck schon mal abfällt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, solche Phasen kommen und gehen. Du hast manchmal eine sehr, sehr energetische, euphorische Phase, wo du viel reißen kannst. Die musst du ausnutzen und auch wirklich ackern. Da musst du nach deinem Gefühl gehen und durchballern. Dann kommt aber auch eine Phase, wo du dich wieder aufladen musst.
Und in dieser Phase musst du dir eins klar machen, wenn du es schaffst, auch in dieser schwierigen Zeit trotzdem einfach weiterzumachen, auch wenn gerade nicht so der Spirit da ist, du bist träge und du zwingst dich aber trotzdem morgens aufzustehen und dein Programm durchzuziehen, dann geht diese Phase auch wieder vorbei und du hast die überstanden und bist insgesamt gut durchgekommen. Du darfst dich nicht entmutigen lassen in so einer Phase und zerbrich dir nicht den Kopf darüber, wo kommt das her und warum bin ich gerade träge, irgendwie läuft es gerade nicht. Schalt das aus und mach dir einfach nur klar, das geht vorbei. Vielleicht ist es in 2 Wochen schon vorbei. Weil es sind manchmal auch Faktoren, die kann man selber gar nicht kontrollieren, die auf deine Psyche einschmettern. Das sind heutzutage sehr, sehr viele. Allein unser Alltag ist sehr, sehr stressig geworden. Menschen vor 100 Jahren haben ganz anders gelebt. Die hatten viel weniger Stress in ihrem Leben. Die hatten ihren Tagesablauf, der war vielleicht manchmal monoton, aber das Stressniveau war ein ganz anderes. Wenn man morgens die Kuh melken gegangen ist und dann um 18 Uhr hatte man das Feld bestellt und dann war Feierabend und hat sich vor den Kamin gesetzt und vielleicht noch ein Gespräch geführt. Heutzutage hat man 3 Handys, einen Laptop, da läuft noch ein Fernseher und das ballert überall rein. Das ballert dir in die DMs, das ballert dir in die WhatsApp rein. Du wirst zugeballert mit Reizen. Und sowas ist auch oft energiezehrend. Das heißt, wir sind per se schon in einer sehr anstrengenden Zeit. Die Zeit, in der wir sind, birgt aber auch viele Möglichkeiten. Das Internet in die Richtung, wie sich das entwickelt hat, bietet heutzutage Jugendlichen von 17, 18 Jahren auf einmal Möglichkeiten, die hatten wir damals überhaupt nicht. Man kann sich selbst verwirklichen auf eine ganz andere Art und Weise und viel einfacher, als man das vor 10, 20 Jahren noch konnte. Also Riesenchancen, aber auch Gefahren in der aktuellen Zeit. Und das, was du schilderst, so eine Phase der Trägheit, die kommt und die geht. Du musst es schaffen, in dieser Phase einfach trotzdem am Ball zu bleiben. Vor allem deine Tagesroutine durchzuziehen. Du brauchst am Tag deine Anker. Das heißt, du brauchst im Idealfall eine fixe Uhrzeit, wo du aufstehst. Am besten vor Sonnenaufgang. Dann hast du schon von vornherein das Gefühl für den Tag, du bist allen anderen voraus. Und du kommst vor allem stressfrei in den Tag. Nimm dir die Zeit morgens, vielleicht eine Stunde, um erstmal in den Tag zu kommen, bevor du auf dein Handy schaust und deine Gedanken zu sammeln, was hast du heute vor. Und mach das auch am Ende des Tages und resümier das den Tag. Wie ist der Tag gelaufen? Und dann hack den Tag ab. Hack den mental ab und sag, jetzt ist Feierabend und jetzt hast du deinen Schlaf. Und wenn du das schaffst, auch in so einer Zeit, deine Psyche zu stabilisieren, und das schaffst du vor allem durch einen vernünftigen Tag-Nacht-Rhythmus und durch deinen Sport. Der Sport wird dich durch diese Zeit besser bringen als alles andere. Sport, Ernährung, Tagesrhythmus beibehalten und dann die Sachen einfach abfrühstücken wie ein fucking Roboter. Und dann geht das vorbei und dann bist du am Ende stolz und hast wieder Power. Und du kannst auch mal 1-2 Gänge zurückschalten in so einer Phase. Mach dann nicht zu viel. Hör auch ein bisschen auf deinen Körper, damit du nicht zu einem Burnout schlitterst irgendwann. Dann mach in so einer Phase nur so viel, wie nötig ist, aber dass der Laden weiterläuft. So, und wenn du das überbrückst, dann kommt die nächste euphorische Phase. Wenn jetzt zum Beispiel der Frühling wieder kommt, die Sonne scheint wieder öfters, dann ist ja auch schon ein ganz anderer Grundvibe in Deutschland. Das macht dann alles schon ein bisschen mehr Spaß, man kriegt mehr frische Luft ab. Und dann kommen auch wieder Phasen, wo du volle Power geben kannst. Und in den Phasen immer 200%. Das kann ich dir dazu sagen. Und ich hoffe, dass du die Phase schnell überstehst. Mach dir keinen Kopf, geht vorbei. Danke, Boss. Also das wird mir echt sehr helfen. Ja, manchmal muss man im Leben einfach die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Wer das schafft, der kann ganz Großes erreichen. So, wir haben fast 19 Uhr. Ich würde sagen, so eine Abschlussfrage schaffen wir noch. Und dann gönnen wir uns mal ein schönes Wochenende, liebe Gönjamins. Siehst du alle? Such dir einen aus. Hol mir einen rein. Dann nehmen wir Wovat. Nein! Wovat, ja. Ich hoffe, noch halt nicht. Sorry, das war ich aus Versehen. Ja, vielen Dank. Ich wollte mal fragen, wie du in Zukunft die Connection zwischen der NFT-Welt und der Musik siehst. Weil ich habe auch mit einem Kumpel zusammen ein kleines Label bei uns mit ein paar Leuten drin, wo wir einfach mehr oder weniger hobbymäßig Musik machen. Ja. Und da ich in der NFT-Szene unterwegs bin, denke ich, dass da in Zukunft auf jeden Fall diese Connection da sein wird. Nur kann ich mir noch nicht genau vorstellen, wie. Und genau, da ist die Frage, wie siehst du das?
Ja, das Wie stelle ich mir gar nicht so kompliziert vor. Die größere Frage ist eigentlich eher das Wann. Weil es gibt ja schon viele Musiker, die damit erfolgreich waren, indem sie einfach ihre Musik als NFT rausgebracht haben. Unter anderem auch deutsche Musiker haben da schon wirklich gutes Geld mit verdient. Das ist also etwas, was schon funktioniert hat. Nur es hat einfach noch keine Relevanz oder keine Aufmerksamkeit im Mainstream. Ich prognostiziere aber, dass das über die nächsten Jahre ein immer bedeutenderes Thema sein wird. Das habe ich auch im letzten Talk schon angesprochen, weil ich ja sehe, wie hinter den Kulissen auch bei großen Major-Labels schon Abteilungen aufgestellt werden, die sich mit dem Thema NFTs auseinandersetzen und da auch eine Struktur aufbauen für die Künstler. Das heißt, es ist im Grunde nur eine Frage der Zeit. Das Wie wird sich dann rauskristallisieren, aber im Grunde ist die Technologie, die dahinter liegt, ja relativ einfach zu verstehen. Und der Vorteil ist, man hat keine Mittelsmänner, es ist nicht fälschbar und der Künstler verdient auf lange Zeit immer an seiner Musik mit. Plus der Fan oder der Follower des Künstlers, der am Ende das Kunstwerk haben will, er bestimmt halt auch den Preis. Das heißt, die Fairness ist ja auch von ganz großer Rolle, denn eine Situation, in der sehr, sehr viele Künstler sind, ist einfach von der Marge oder von dem Gewinn, was übrig bleibt, verdienen halt dann nochmal irgendwie 5 bis 10 Köpfe mit und am Ende bleibt sehr wenig für den Künstler und oftmals teilen sich diesen Kuchen ganz andere Leute und der Künstler kriegt nur so einen kleinen Krümel. Und das ist definitiv ein Problem, was wir heutzutage haben. Und wo ein Problem ist und dann kommt eine Lösung ins Spiel, dann ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Lösung flächendeckend angewendet wird. Und ich prognostiziere, wie gesagt, über die nächsten 3 bis 10 Jahre wird sich das Thema immer interessanter und bedeutender gestalten, auch in der Musikindustrie. Ja, danke schön. Dann hoffe ich mal, dass Gönjamin mit einer der Vorreiter ist und das Vorzeigeobjekt vielleicht. Ja, Ja, vielen Dank für die Antwort. sehr gerne, hat mich gefreut. So, ja, wir sind auf jeden Fall in den Kinderschuhen, das ist ja ganz klar, aber. Kolle, tust mir einen Gefallen, nimmst den JBG noch rein. Der hat so enttäuscht Nein geschrieben. War Hast du das alle der, der gehört? eben so enttäuscht gerufen hat? Nein? Ja, das war ich aus Versehen. Ja, nee, da muss ich jetzt trotzdem los. Nein, Spaß, klar. Den nehmen wir auf jeden Fall noch rein. Also, mein Lieber, was hast du auf dem Herzen? Erstmal danke, dass ich mit dir sprechen darf. Und zwar, ich habe zwei, drei Fragen. Ich bin schon seit Jung, Brutal, Gut Aussehend 2009 mit dabei. Sehr starkes Album. Danke. Die erste Frage, die ich hätte, wie viele Firmen hast du denn momentan? Ja, mittlerweile habe ich 2 Firmen mit einigen Subcompanies. Also das sind 2 Firmen, über die meine verschiedenen Business-Zweige laufen. Die gliedern sich wiederum auf in Dinge, die meine Künstlerfigur oder die Marke Kollega betreffen. Und dann gibt es noch eine Holding, die macht andere Dinge wie Immobilien und so Gedöns oder Kryptos, der ganze andere Scheiß halt. Aber so dachmäßig kannst du dir vorstellen, 2 Zweige. Okay. Dann hätte ich noch mal eine Frage. Kommt denn wieder, sage ich jetzt mal so ein, ja, sowas wie JBG 1, 2, so mit Farid Abi zusammen, so, weißt du, was ich meine? Also, ja, Ja. weil. Farid, bester Mann, ich habe eben noch mit ihm gequatscht, kurz bevor der Talk hier losging. Und er schreibt gerade an einem Part für einen Song, der bald rauskommen wird, wo ich auch eine Rolle spiele. Das wird sehr, sehr episch. Also wir haben momentan beide sehr viel Spaß an der Musik. Farid ist auch seit seinem letzten Album X eigentlich die ganze Zeit im Studio und der Mann ist on fire. Und das macht wirklich Spaß. Wir sind ja gerade alle sehr aktiv hier aus NRW. Und Farid, ich, Sunny und die Jungs, die auch am Start sind, Majo, Seyed, Juri, das sind alles gerade Dinge hier, die passieren. Viele Studio-Sessions. Und wer weiß, worin das hinmündet. Ich habe letztes Mal schon gesagt, JBG4 ist so ein Thema, wo ich sage, das ist schon eine Herausforderung. Also da muss man auch den entsprechenden Gegner haben, den man dann plattwalzt, damit man den dritten Teil nochmal toppt. Aber es kann ja auch sein, dass in anderer Form nochmal eine Kollaboration stattfindet, die vielleicht einen ganz anderen Reiz und eine ganz andere Welt nochmal auftut. Es wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel vor und es macht Spaß momentan. Wir gucken mal, was bei rauskommt.
Perfekt, perfekt. Ich finde Aventador von dir ein sehr, 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 sehr krasses Lied. Ich höre gerne deine Musik, mach auf jeden Fall weiter so. Ich danke dir, auch wenn ich so enttäuscht Nein reingerufen habe. Ja, alles gut, Mann. Dass du auch Aventador feierst, ist auch einer meiner Lieblingsbeats ever von mir. Deswegen nice, dass du das auch mal erwähnst. Ich wünsche dir einen bosshaften Abend, mein Lieber. Wünsche ich dir ebenso. So, Männer, super Talk, muss ich sagen. Klein, intim heute. Vielen technischen Anfangsschwierigkeiten. Danke für eure Geduld. Danke an den Boss natürlich wieder für seine Zeit. Und, es war mir wieder eine Freude, hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Und habt's auf dem Schirm, heute ist die Auktion der Gönjamin Genesis um 20.30 Uhr durch. So. Und ihr habt alle noch die Chance, natürlich einen Whitelist-Platz, bedeutet ein Freilos quasi zu bekommen für die große Kollektion. Ihr dürft gerne in unseren Gönjamin-Twitter gehen, da gibt es einen kleinen Post von, ich glaube, gestern. Vielleicht posten wir ihn gleich auch nochmal und tippt mal, was vielleicht das Höchstgebot heute sein könnte. Wie viel wird es? Wer am nächsten dran liegt, hat Chance auf einen der 20 Plätze. So, dann schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Thank you.